Hallo, willkommen bei behindertbarrierefrei.de. Wir sind in Neckargemünd in der Stephen Hawking Schule am SAH Sommerfest. Wie läuft's? Alle Kuchen verkauft? Nahezu, wie man sieht. Habt ihr noch ein paar? Ein paar sind noch da, ja. Ein paar sind noch da, das ist schon alles selber gemacht. Aber da hätte man früher kommen müssen, da war noch mehr, das war von hinten. Ja, die waren halt so lecker, lieber so, oder? Ja, genau. Ganz toll verkauft. Ganz toll verkauft und geht ja einen guten Zweck zu, denke ich, gell wieder? Ja. Okay, also schönen Tag mal, ja, danke. Danke, gleichfalls. Schmeckt der Kaffee? Sehr gut. Sehr gut. Hervorragend. Gut. Und der Kuchen? Kuchen auch lecker. Sehr lecker. Bereit, der Schluss ist. Entscheidungstor gegen! Ja, die Solo! Schein. Ja, immer. Nee, ich noch nicht. Seid ihr hier in der Schule? Ja. Ja. Was macht ihr hier? Ganz normal wie auch in der Schule. Ganz normale Schule? Regelschule? Ja. Inklusionsschule hier praktisch. Mhm. Toll, okay. Dann viel Spaß beim Autofahren mit dem Renault Twizy. Tschüss. 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 Können wir da schön fahren? Ja, klar. Ja, klasse. Ja, fährt sich gut. Ja. Selbst mit deinem Gewicht, gell? Ah, guck mal, wie das sich dreht, geschwind hier. Sauber. Ich sehe der freundliche Mann bei der Gewinnverteilung hier. Im Augenblick ja, und Herr Niggemeier. Die Tombola zugunsten des Fördervereins. Wir haben ja einen Förderverein. Das heißt, jeder Loskauf ist eine Spende an den Förderverein. Eine Spende, bei der man gleichzeitig noch was Überraschendes gewinnen kann. Wir haben ein breit gestaffeltes Sortiment an Preisen für Kinder und Erwachsene. Und der Hauptpreis ist in diesem Jahr ein Laptop. Hallo Klaus, ihr habt ein tolles Projekt und zwar Elektrofahrräder baut ihr. Ja, unser Gedanke war ein gebrauchtes Fahrrad, also ein für uns älteres Fahrrad umzubauen auf Elektromotor. Mit was für Schüler macht ihr das her? Wir bilden Zweiradwerke aus, die speziell geschult werden auf Fahrrädern. Okay, und du hast hier mitgewirkt an dem Projekt? Genau. Wie heißt du? Ich heiße Jackie. Jackie, erklär mir mal, was macht ihr jetzt bei dem Projekt oder was habt ihr hier umgesetzt an dem Projekt? Wir haben einmal hier den Elektromotor selber eingespeicht und eingebaut. Dann haben wir hier den Akku noch dazu mit eingebaut, der die ganze Energie zum Motor speist. Und noch das Schaltgerät dazu, das Steuergerät angeschlossen. Und über die Tasten oben kann man dann jeweils eine Stufe verstellen auf die Schnelligkeit hinüber. Und verkaufen tut das aber nicht? Nein, verkaufen tut man es nicht. Das Nein. haben wir jetzt nur zu Schulungszwecken gemacht. Ich bin der Elektroniker für Automatisierungstechnik. Okay. Das ist unser Projekt, was wir jetzt in knapp 2 Wochen gemacht haben. Wir sind ja zum Thema Inklusion unterwegs das ganze Jahr, unter anderem auch an Schulen. Ja, also die ganze Schule können jetzt Nichtbehinderte und hauptsächlich im Gymnasium, zum Beispiel bei meinem Steckvertreter, beim Paul, da sind sehr viele Nichtbehinderte im Gymnasium auch. Ja, bei uns im Gymnasium jetzt vor allem, aber auch schon in anderen Schulbereichen jetzt schon seit ein paar Jahren. Im Gymnasium ist es, glaube ich, am längsten, ist es so, dass auch Nichtbehinderte aufgenommen werden.
die halt die Vorzüge der Privatschule, der kleinen Klassen und so genießen wollen. Und zum Beispiel in meiner Klasse sind wir 50-50 verteilt, nicht Behinderte und Behinderte. Von welchem Behinderungsgrad bis wohin geht es? Wir haben hier alles im Angebot. Also von schwerstbehinderten Muskeldystrophikern bis hin zu Leichtgehbehinderten, über chronisch Kranke teilweise und so. Und funktioniert gut? Ja. Gut.